Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Wenn du einen Lichtschalter betätigst, dann kannst du das Licht entweder ein- oder ausschalten. Jeder sieht sofort, vorausgesetzt mal die Birne ist nicht kaputt, ob das Licht an oder aus ist. Wenn du Christ bist, also das Licht Jesus sozusagen in deinem Herzen brennt, dann ist das wie mit einem Licht. Deine Freunde und Freundinnen um dich herum können durch dein Reden und Tun erkennen, dass Jesus in dir lebt. Sei mal ehrlich, können deine Freunde und Freundinnen das bei dir erkennen? Nicht? Ups. Dann muss das Licht wohl gerade ausgeschaltet sein. Oder es ist verdeckt, abgedunkelt. Du kannst zwar Jesus in deinem Leben nicht ausschalten. Er ist da und wird da bleiben. Es ist aber möglich, dass du als Christ mal auf Tauchstation gehst, das Licht ausschaltest oder irgendeinen Mist gebaut hast. Das Licht ist verdunkelt, abgedunkelt, so dass deine Freundinnen sicherlich nicht auf die Idee kommen könnten, dass du Christ bist. Und Christsein heißt auch ein Zeugnis sein. Und es wäre ein schlechtes Zeugnis, wenn du immer auf Tauchstation bist, Jesus versteckst oder durch ständig begangenen Mist verdeckst. Im Matthäusevangelium steht im Kapitel 5, Vers 16: So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist der Wunsch Jesu, und er möchte in deinem Leben ganz oben stehen und leuchten. Er wäre traurig, wenn er einen Platz unter dem Tisch oder in irgendeiner dunklen Ecke in deinem Leben bekäme. Wir beten. Freundlicher, barmherziger Gott, jeder einzelne Mensch liegt dir am Herzen. Du suchst auch die Menschen, die auf falsche Wege geraten sind. Hilf uns, dass wir stets deine Stimme hören und immer wieder umkehren zu dir und deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.